Oh, yes. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Wurde auch Zeit. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch... Okay. Hier neben mir? Hier neben mir. Einer von 11.000 Ärschen hier an Bord ist. Ist nur einer von 11.000 Ärschen hier an Bord. Wir sind alle Ärsche, beziehungsweise der Organon. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch um, schaut mich an. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Yay! Yeah. Okay, das ist die tollste Rede, die ich jemals gehört habe, das jetzt schon. Ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Wuhu! Sind Sie zufrieden? Sehr inspiriert. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Organon, oh Organon, oh Organon. Na gut, lesen wir erstmal die Anleitung. Was für ein lahmes Publikum.
Eigentlich sind Rufus' Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Ich bin in sowas ganz schlecht. Aber das sage ich bei jedem Rätsel, also von daher. Organon. 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 Okay. Fangen wir diesmal nicht mal. Am besten wir fangen mal hier unten an. Kannst du nochmal von vorne singen, Rufus? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann für mich. Organon. Ja, ich glaube, es ist. Genau. Wir probieren es mal so. Organon. Komm, sing nochmal. Organon. Das klingt gut. Organon. Vielleicht das noch ein bisschen höher. Organon. So nochmal. Organon. Ja! Organon. So und dann? Vielleicht das? Organon. Und dann. Organon. Organon. Ja! Organon. Vielleicht so. Organon. Organon. Oh, nee, das klang falsch. Das eine klang jetzt falsch. Aber wo war das jetzt nochmal? Organon. 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 Okay. Ha, da muss man richtig mitsingen. Vielleicht das ein bisschen runter? Organon. 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 Ja, das ist. Das ist zu hoch, kann das sein? Organon. 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 Vielleicht so. Organon. Na, das ist falsch. Dieses O ist falsch. Organon. 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 So vielleicht. Organon. Ja, das ist. So klingt's doch nicht schlecht, aber es reicht noch nicht. Organon. 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 Ah, ne, halt, ich bin falsch. Ich bin falsch. Organon. 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 Ich glaube, das ist. Das ist ja. Die Note hier müsste falsch sein. Probier's nochmal. Ja, ja. Das zweite O ist definitiv. Moment. Vielleicht eine Stufe höher und dann müsst's hinhauen. Ja, ja. Organon. Reicht noch nicht? Organon. Organon. So klingt das nicht schlecht. Ja! Organon. Endstation Armageddon. Organon. Wunderschön, wunderschöne Hymne.
Ja, und du musst gähnen. Ach, du bist total... Ach, Rufus. Mensch. Oh, Ulysses. Ah, Cletus, das sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Au. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Oh. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Hm. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber... Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Ich frag trotzdem erstmal, was mit ihm ist noch. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß, du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Ah. Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Goal. Nein! Was? Alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest.
Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich! Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Oha. Sieh mal alle an. Da haben wir ihn also. Den Sender. Und das Kabel. Und eine Antenne. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Du willst sie doch nicht schon wieder abbrechen, oder? Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Aha. Wie da bloß ranzukommen wäre. Tja, unser Inventar sagt nichts. Also, nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Mal abgesehen. Hoppla, dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Tja, damit hätten wir auch die Antenne. Damit haben wir was in unserem Inventar. Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Schrecklich, ne? Anderer Leute Antennen sind aber auch einfach nicht stabil genug. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gut. Na, bitte. Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten, das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Tja, wie mögen wir nur aus dieser brenzligen Situation herauskommen? Haben wir überhaupt noch eine Chance, Deponia zu retten? Können Argus, Cletus und Rufus die Sprengung Deponias noch verhindern, indem sie zusammenarbeiten? Das, Leute, erfahrt ihr im nächsten Part von Goodbye Deponia. Es wird spannend.